Ein Schiff fährt los, Anleger vorsetzen, früher Morgen. Und ein Mann steht auf der Reling, ein Amerikaner, der darf das. Für den Ernstfall liegen hier die vorschriftsmäßigen Rettungswesten hier vorne. Ein Deutscher, Joachim Kaiser, erklärt die Rettungswesten. Es geht die Elbe hinunter. Wer weiß, was passiert. Life jackets will keep you afloat. In einer Rettungsweste schwimmst du länger oben. Na gut, dann stirbst du eben an Unterkühlung. Ich mag Rettungswesten nicht sonderlich. Der Deutsche hat dieses Schiff, den Lotsenschoner, zurück nach Hamburg geholt. Der Amerikaner hat einmal darauf gelebt. Als Fünfjähriger fuhr der kleine Warwick Tompkins auf diesem Schiff mit. Von New York nach San Francisco, rund um Kap Horn. Mit Schwester Anne und ohne Rettungsweste. Der Vater hatte den stillgelegten Lotsenschoner einige Jahre zuvor in Hamburg gekauft. Er drehte diesen Film 1937. Ich bin immer am Deck eingeschlafen, aber aufgewacht bin ich immer in meiner Koje. Jemand muss mich wohl runtergebracht haben. Ehefrau Nancy dreht mit. Das Wiedersehen mit dem Schiff der Jugend. The engine is a nightmare. I hate it. Ich hasse die Maschine, den Lärm. Ohne fährt das Schiff viel besser. Segel setzen vor Wittenbergen. Bis in die 50er segelte der Schoner vor der amerikanischen Westküste. In den 70ern lag er heruntergekommen im Hafen von Sausalito. Da lag dieses Schiff auf Schlick, ohne Masten, bewohnt von Hippies. So habe ich es das erste Mal gesehen. In einer Wolke von Marihuana-Duft. Das ist lange her. Warwick Tompkins hatte zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu tun mit dem Schiff. Aber aus der Ferne beobachtete die Familie, wie die Besitzer wechselten. Und dann kamen die Hamburger. Alle waren von den letzten Eigentümern eben nicht so erbaut und wussten nun nicht, was ist das jetzt, was ist da jetzt angebrochen und sind das irgendwelche Geldhaie? Oh, müssen wir. Joachim Kaiser weiß, wenn ein Sponsor vorbeifährt, geht Winken vor. Die Stiftung Hamburg Maritim ist auf Unterstützung angewiesen. Max Barth. I'm a sailor. I'm always a sailor. So right now I'm trimming the headsails. Warwick Tompkins hat sich für Geldfragen nie interessiert. Klar zur Wende! Echo! Up and over, and we ride it out. Sturm vor Kap Horn. Für die deutsche Bucht war der Segler gebaut. Jetzt trotzte er dem Südatlantik. Warwick und seine Schwester mussten unter Deck bleiben. When we were kids, we sailed. It was cold. Als Kinder haben wir bei Schlechtwetter immer auf dem damaligen Herd gesessen, auf den Abdeckungen. Und die Schuhe haben wir gleichzeitig im Ofen getrocknet. And we used to dry our shoes in the bottom oven, which was not quite so hot. Die Umsegelung ist geglückt. Der Schoner hat den stillen Ozean erreicht. Und den kleinen Warwick hielt nichts mehr unter Deck. Der Elbturn nähert sich seinem Ende. Nummer 5 Elbe segelt wieder in Richtung Landungsbrücken. Vorher muss Nancy aber noch ein paar Aufnahmen außenbords machen. Ohne Rettungsweste, versteht sich. Und die deutsche Crew übt Segeln, ehrenamtlich. She must be preserved. That's the first thing. Das Schiff muss erhalten bleiben. Alle anderen Wünsche, die ich habe, muss ich diesem Wunsch nachordnen. Die Hamburger hier wollen das Schiff unterhalten und sie wollen es segeln. Und ich glaube, das ist das Beste, was ihm passieren kann. Der Schoner soll für alle zugänglich sein. Die Niederelbefahrt mit selbst anpacken für 35 Euro. My cameras. Wo Ihre Kamera ist, wollen wir wissen. Unter Deck, sagt Nancy. Die haben mich stattdessen ans Ruder gestellt. 3 Tage waren Nancy und Warwick in Hamburg. 6 Stunden davon auf dem Schoner. 4 Monate dauerte damals die Fahrt von Ost nach West, rund um Kap Horn.